Jetzt kam hier eigentlich gefühlt genau die gleichen Highlights wie am letzten Mal. Denn ich gefühlt, es waren identisch viermal die gleichen. Also ich muss irgendwas, das muss ich mir aufschreiben. Irgendwie muss ich da was rumprogrammieren. Das kann so nicht sein. Das geht so nicht. Aber wie habe ich gelacht? Ich meine, Wolf hat ja irgendeinen Buchstaben falsch reingeschrieben. Habe ich dann gelacht? Ich habe keine Peilung. Aber solange es euch freut. Ja, so random ist der Randomizer irgendwie nicht. Ich würde jetzt dann meine Lieblingshobbys nachgehen. Schönen Abend euch noch. Schönen Abend, Little Worm Hunter. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Nee, irgendwie. Little Worm Hunter 1.6, schlaf gut. Oh. Irgendwie, Little Worm Hunter 1.6, schlaf gut. Bringt er da irgendwas durcheinander? Weil normal ist es so programmiert, es ist ein Randomizer eingestellt. Und jedes Mal, wenn die Highlights gestartet werden, wird aus der Liste nochmal extra nochmal der nächste genommen. Aber irgendwie ist da ein Problem. Ich, keine Sternchen. Ahnung. Ich muss schauen, wie ich das mache. Neu starten vielleicht, suche nach. Ja, das muss ich bei Bedarf. Also auf jeden Fall ist da irgendwo ein Fehler drin. Also. Ich komme nicht weiter. Also ich schieb's nicht. Also die Zahlen machen mich verrückt. Wir haben hier vier verschiedene Variablen und ich blick's nicht. So, liebe Community, habt ihr eine Peilung? Der Wolf weiß ja ungefähr, wie der Hase läuft. Hat jemand anders vielleicht noch eine Vermutung, wenn der Wolf ja eh schon die Lösung hat wahrscheinlich, bevor wir auf die Lösung direkt kommen, gebe ich euch ja gerne auch die Chance mitzuraten. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, interaktiv, wie geil ist das denn, interaktiv in meinem Stream mitzuwirken. Ich schieb's auch nicht. Und ich hätte jetzt gedacht, beim Wolf weiß ich's. Wolf ist der Mega-Brain, vor allem er hat das Spiel auch schon mal durchgeschafft, also von daher. Vom Sippy hätte ich es jetzt eigentlich auch erwartet, sei ja, ist doch klar, also komm, überleg jetzt mal so und so. Aber okay, also es ist nicht einfach, wenn Sippy sogar Schwierigkeiten hat, dann ist es nicht einfach. Dustin, was sagst du? Mit deinem Gläschen Wein bist du doch bestimmt ein bisschen mehr im Fokus als ich wahrscheinlich. Oder ist es umgekehrt? Ich weiß nicht. Habt ihr vielleicht irgendeine Idee, was es sein könnte? Warten wir noch ein bisschen. Vielleicht schreibt der Dustin jetzt gerade wild drauf los. Oder auch nicht. Kein Blassen, Bro. Okay, dann Wolf, hau mal raus, komm. Gib uns die Blöße. Gib uns dann den Aha-Effekt. Entweder es wird so ein Aha-Effekt. Ah, ja, genau. Oder I don't fucking get it. Ich dachte erst die Verbindung. Also jeweils der Unterschied. Das passt aber nicht. So habe ich es ja auch gedacht. Die Verbindung zueinander mit den 3-2-3-2. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Aber das war's. Mehr schaffe ich auch nicht. Mehr will mein Hirn irgendwie nicht machen. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Wolf, unser Retter. Weil das sind solche Sachen, da weiß ich hundertprozentig. Die Medaillons dürften in Summe die jeweiligen Ecken dazwischen ergeben können. Die Medaillons dürfen in Summe die jeweiligen Ecken ergeben. Die Medaillons dürfen in Summe. Ach so! 3-2 zum Beispiel. 3-1. Ah! Sag ja, A-Effekt. Meine Güte! Falsch rum gedacht. Ich hab auch. Hab ich? Nee, ich hab das nicht als Summe gedacht. Ich hab das nicht als... Oh Mann, das hätte man eigentlich schaffen können, Leute.
So, der eine Quentessenz hat noch gefehlt. Peinlich. Na gut. Ist so. Medaillon. Mit. Kann man da was aufschieben? Ah ja, okay, kann man. Vollständiger Gegenstand auseinandergeklapptes Medaillon. Was für ein kompliziertes Wort. Mach es noch komplizierter. Aber dieses Teil. Schon gesehen. Hier, Kreuz. Eigentlich simpel, wenn man denn den zündenden Gedanken hat. Ja. 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 Weißt du noch, Wolz, bei The Room. Dieses eine Ding, was man so auseinanderschiebt, da waren viele verschiedene Tiere drauf. Und da haben wir auch lange gegrübelt und dann irgendwann kam dieser Blitzgedanke, Nahrungskette, Evolution. Oder eher Nahrungskette, nicht Evolution. Das war auch ganz nice, ja. Ich bin so eher so der mit Tieren und Formen und Farben, aber Zahlen, das ist halt echt so ganz merkwürdig hier. Was soll das jetzt sein? Ah, okay. Müssen wir das jetzt komplett ausmalen oder irgendwie so? Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal random einfach irgendwo hin. Ja, wahrscheinlich baue ich irgendeinen. Muss ich irgendeinen. Ah, nein, das war falsch. Gehen wir nochmal zurück. Da ist unser Ziel. Ich muss jetzt einen Weg finden, glaube ich, alles zu verbinden. Das heißt eigentlich hier, dann da. Kann man auch so. Ich schätze mal. So, und jetzt Kerzen gerade hoch. Wie, geht nicht? Warum geht das nicht? Mir doch, Wayne, dann halt so hoch. Auch nicht. Oder ist es die... Oh Mann, okay, das ist wahrscheinlich... Oh, ich habe doch keine Ahnung von Horoskop. Wir haben hier den Schützen, den Widder, die Waage, Löwe, Zwillinge, Fisch. Oh, habt ihr gerade die Reihenfolge im Kopf? Wie die Sternzeichen, welche Reihenfolge die nochmal sind? Steinbock ist glaube ich, der letzte, das weiß ich, weil ich bin selber Steinbock. Dezember, so in der Richtung. Boah, das weiß ich doch nicht mehr. Und dann müssen wir wahrscheinlich in der Reihenfolge dann die verbinden. Aber eigentlich kannst du als erst auf jeden Fall der Widder. Anders geht's nicht, weil wir kommen auch nicht mehr zurück. Also muss der Widder als nächstes sein. Das ist halt die Frage. So lang kann es auch nicht, weil dann gibt es keinen Weg zurück. Also eigentlich muss ja der Löwe dann als nächstes kommen. So, jetzt hat die Frage. Wenn ich so lang gehe, gibt es auch keinen Weg zurück. Also kann ja auch da nur das nächste die Waage sein. Jetzt hat aber da die Frage. Nee, da. Ah, das geht auch nicht. Der Tierkreiskalender beginnt mit dem Widderpunkt. Es folgen Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze.
Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier. Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze. Okay. Das heißt, das ist gleich hier. Ja, okay. Wir haben hier den Widder. Dann kommt Stier, Hammerkain. Dann kommt Zwillinge. Ach, nachschauen hätte auch können. D. Ich. Hä? Widder. Dann folgt Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe. Widder, Löwe. Waage. Schütze. Ja, mal Schütze. Respekt, dass du das aus dem Kopf zusammenbekommen hast. Einschaltungszeichen. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Sie hat es aus dem Kopf gesagt. Das. Okay. Jetzt habe ich das gepeilt mit dem Nachschauen. Es ist sogar, also, ja. Nice. Schütze. Aber Zwilling kommt eigentlich davor. Und Fische kommt auch schon davor. Nee, 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 nee. Also, Widder auf jeden Fall. Widder ist ja das Erste, was kommt. Da haben wir kein Einfluss drauf. Oder hat es was mit dem Bild zu tun? Nee, auch nicht. Warum haben wir die Möglichkeit runterzugehen und den Widder außer Acht zu lassen? Das ist das, was mich so ein bisschen... Oder wir können auch keine zwei Wege gleichzeitig nehmen. Macht ja keinen Unterschied, ob ich so oder so... Widder, Stier, Zwillinge. Zwillinge ist halt am Arsch der Welt. Wenn ich... Zwillinge... Nee, macht überhaupt gar keinen Sinn. Krebs, Löwe, dann zum Löwen, oder wie? Das Problem ist halt, wenn wir jetzt zum Löwen gehen, kommen wir doch gar nicht mehr zurück. Umgekehrt? Okay, gucken wir mal, was wir noch haben. Wir haben ja noch... Achso, das ist in Kombination. Aber gut, wir können ja mal durch die Zeit reisen wieder. Und dieses Rätsel lösen. Ah, das können wir noch gar nicht machen, weil uns doch immer noch Sachen fehlen. Wir können es nicht drehen, oder muss man es überhaupt drehen? Wir müssen wahrscheinlich in den Perlen hier was einfügen. Ja. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Da können wir an dem Rad nicht drehen. Hier fehlen die Symbole. Oh Gott, oh Gott. Nee. Wir müssen dieses eine Rätsel schaffen. Können die Pflanzen noch irgendetwas?
Da oben. Guten Abend, Flixi, na? Wie geht's dir? Das Rad ist zu hoch für mich. Dieses Spiel ist mir zu hoch. Et Flixi Nabend. Oh. Et Flixi Nabend. Der Flixi. Ich hab gesehen, du warst auf dem Stuttgarter Spiel. Wie war die Stimmung dort? Hast dich wieder geprügelt? Flixi ist so einer, der prügelt sich halt immer gerne. Erst anpöbeln die Leute hinter der Glaswand und dann sprengt er dir die Glaswand und pöbelt. Nee, das macht er jetzt nicht. Aber er ist ein guter Fußballfan. Im Stadion war es brutal geil. Das glaube ich dir. Aber vielleicht muss man den Widder durchaus überspringen. Haben wir eine Zahl? Glaubt denn nicht alles, was da schwätzt? Nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit. Samuel, das kann doch jetzt nicht sein. Zwei Rätsel hintereinander, die ich nicht peile. Und dann folgt auch wieder... Vor allem Einschaltungszeichen, ja. Einschaltungszeichen. Pöppeln, das kann der gut. Der Frechdachs hier. Vor allem Pazetten kann er anpöbeln. Hier weiß ich's grad aber auch noch nicht. Du weißt es auch noch nicht. Oh Gott. Das ist ja echt. So Mäuse-Menkeln hier. Melken. Also wir haben Sternzeichen. Ich hätte jetzt gedacht, die Reihenfolge der Sternzeichen, aber die können wir vergessen. Denn das macht ja alles keinen Sinn. Wenn wir an der Reihenfolge, dann werden wir bei Widder. Mäuse-Menkeln, ja. Wir werden bei Widder. Und dann würde eigentlich der Zwilling kommen. Der Zwilling ist aber am Arsch der Welt hier irgendwo in Bagdad. Keine Ahnung, irgendwo außerhalb unseres Einzugsgebietes. Weit, weit fern. Bis zum All und viel weiter. Irgendwie sowas. Hauptsache nicht in der Nähe. Deswegen wäre vielleicht meine Vermutung zu überspringen. Das Problem ist halt, wenn wir Zwilling wählen würden, wären wir gezwungen, ob davor oder nach Fisch zu wählen. Fisch ist zwar eine gute Speise, ich liebe Fisch. Chiefs, das ist ja zum Mäusemenkeln. Von das. Danke, danke Wolf. Das ist ja Mäusemenkeln. Warum hat es jetzt, Pöbeln heißt das. Das meine ich. Pöbeln habe ich gesagt. Pöbeln. Ach, ist das Pöbeln? Nicht Pöbeln? Ach so, es heißt Pöbeln. Pöbeln. Also wie das Klo Pömpel. Der Klopömpel. Der heißt, glaube ich, nicht Pömpel, oder? Der heißt... Oder verwechselst du mit Klopömpeln? Ach, ist ja auch egal. Mich wundert es gerade, dass, Claire die Stimme von dir beim Achieve gemacht hat. Danke auf jeden Fall fürs Achievement. Ich will nur ganz kurz im Skript nochmal reinschauen. Ob da wieder irgendetwas krude ist. Saugglocke D. Eine Saugglocke? Nein, echt eine Saugglocke? Das nennt man das doch nicht auf der Toilette, oder? Ein Pömpel. Pömpel, ja. Ein Klopömpel.
Ah, da hat irgendwie Claire irgendwas. Verrunzt wieder. Ah! Fehler gefunden! Warum? Da wurde das nicht korrigiert. Deswegen hat er deine Stimme gesagt, weil da sich ein R reingeschlichen hat. Warum auch immer. Es heißt ja Achievement und nicht Archievement. Okay. Das fällt mir erst jetzt auf. Der Command besteht ja schon eine gute Weile. Okay, wir müssen hier die Folge beenden. Starten aber natürlich nochmal eine Folge. Ich bin heiß drauf. Vor allem ich bin heiß drauf, wie lange wir jetzt für dieses Rätsel brauchen. End New Episode. Ja, wir stehen also vor gewissen Rätseln, die gar nicht mal so einfach sind. Da Vinci hat wirklich Meisterleistung gezeigt und mich wirklich zum Schwitzen gebracht. Nicht wortwörtlich, metaphorisch meine ich damit. Metaphorisch möchte ich jetzt auch irgendwie zu den Sternen greifen, denn ich möchte diese Sternzeichenrätseln schaffen, damit es endlich weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen? Ach man, pöbeln. Werden wir nicht, aber... Ach, bis zum nächsten Mal. Euer Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox.